als Frau Maria Jax. Und jetzt bitte zu mir eine Person, ohne die überhaupt nichts funktionieren würde, hier bei uns am Tragweiner Kumpelcup. Bitte zu mir Herrn Karl Hessel von Hessel Fenster und Türen, einem unserer Hauptsponsoren. Herr Hessel, von Hessel Fenster und Türen, Sie haben dem Kumpelcup in Tragwein definitiv eine Tür geöffnet, damit es stattfinden kann, oder? Ja, nicht eine Tür geöffnet, wir haben die Feuerwehr unterstützt. Die Feuerwehr ist ja nicht nur ein Verein, es ist eine Institution. Unser Herr Dechen hat es schon richtig gesagt, also es kuppeln ja dann nicht nur die Schläuche, es kuppelt auch das Leben. Selben bin ich auch gern Feuerwehrmann und es ist auf jeden Fall eine gute Sache, die viele Leute herbringt und die für die Feuerwehr Tragwein und generell für das Feuerwesen sicher sehr, sehr gut ist. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank, Herr Hessel. Als Nächsten bitte auch einen unserer Hauptsponsoren von der Volksbank Tragwein, Frau Viktoria Einfall, Tredel Gerhard und allen voran der Geschäftsführer Herbert Haselhofer. Herr Haselhofer, wenn man sich anschaut, was oder wie die Sponsorengelder hier verwendet werden, glaube ich, hat man nicht wirklich ein schlechtes Gewissen, oder? Das ist ganz richtig, ja. Ich kann der Feuerwehr Tragwein nur gratulieren, dass er wieder so eine super Veranstaltung macht. Und ich bin von der Volksbank ganz stolz, dass ich das unterstützen kann, dass die Gelder wirklich gut investiert sind. Ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber eventuell wird es ja auch 2009 einen Kuppelcup geben. Könnte ja sein. Kann man sich davon von Ihrer Seite vorstellen, hier wieder Unterstützungen zu leisten? Von dem kann man sicher ausgehen, ja. Alles klar, Dankeschön. Danke vielmals. Danke vielmals. So, und dann haben wir noch von der Oberösterreichischen Versicherung unseren Ortsvertreter von Tragwein, Günther Rockenschaub. Herr Rockenschaub, auch die Frage an Sie, wenn man sich den Kuppelcup ansieht, ist das Geld nicht wirklich, sage ich mal, schlecht oder falsch investiert? Das Geld ist sehr gut investiert und es freut mich, dass es wieder so viel Nachwuchs in der Feuerwehr gibt und jede Versicherung ist froh, wenn es die Feuerwehr recht an Ort und Stelle ist. Genau. Stichwort Nachwuchs. Wie wir alle wissen, ist der Nachwuchs voriges Jahr zum vierten Mal, sage und schreibe vierten Mal, nicht Bezirks, nicht Landes, nicht Bundes, Weltmeister geworden, zum vierten Mal im vorigen Jahr in Schweden. Da wird die richtige Arbeit gemacht, oder? Das ist richtig, ja. Und da sieht man, seit Nachwuchs zählt und Weltmeister in Tragwein ist noch besser. Ich glaube, wenn man so einen Nachwuchs hat, könnte man sich vorstellen, dass es auch einen Kuppelcup in den nächsten paar Jahren geben wird. Das ist sicher. Gut, danke schön vielmals. Danke vielmals. Kräftigen Applaus, meine Damen und Herren, für unsere Ehrengäste aus der Politik und unseren Hauptsponsoren. Vielen, vielen, vielen Dank an Sie alle.